Hi und herzlich willkommen zurück zu Zomp Raider mit dem Modpack Project Ozone 3. Der Spooky ist dabei. Hi, hi, hi. Hallo. Willkommen back. In der letzten Folge haben wir euch ja gezeigt, wie man eine Monsterfarm bzw. die fertige Monsterfarm gezeigt und wie man die baut und wie man die Item Barrels herstellt. Ja, und in dieser Folge zeigen wir euch, wie man Lava macht und wie man Cobble-Generator baut und den automatisiert, der geht ja von alleine im Grunde. Genau. Ja. Und ja, wie gesagt, wie man automatisch Lava herstellt. Das klingt ja schon mal gut, ne? Das ist ja schon mal richtig nützlich, sowas. Und eine Grundlage quasi für das weitere Spielgeschehen auch. Wie fangen wir an? Wir fangen am besten mit dem Koppelgenerator an. Okay, das ist hier Tier 1, ne? Dieser, also Koppelgenerator einfach nur genau, ohne Tier. Genau, also der ohne Tier dran. Genau. Das, also, ihr gebt da unten einen Koppelgen ein, da seht ihr, es gibt verschiedene aus verschiedenen Mods, weil es sind ja auch verschiedene Modpacks, gibt es auch verschiedene Koppelgeneratoren, aber das hier ist quasi aus Tiny Progressions, Tiny Tiner aus Borderlands, only holds 32 Blocks, der Tier 1er und der Unterschied jetzt zum Tier 2er, der holt 64 Blocks, also man kann 64 Blöcke reinstecken oder so. Oder kommen raus, ne? Und dann sehen wir hier die Crafting-Menüs. In der Crafting-Box kann man es machen, eben. Achso, wir sind ja an der Crafting-Station, okay. Das ist schon mal gut. Ich muss mal kurz unterbrechen. Wir müssen ja zeigen, wie man Lava auch normal herstellt. Ja. Ach so, okay. Ja, gut. Okay, wir sehen, wir brauchen gestaintes Glas. Lava-Eimer, Wassereimer und Cobblestone. Normales Glas. Stained Glas, nee. Normales Glas. Gut. Lava-Eimer, wir haben ja im Prinzip noch gar keine Lava, das müssen wir zeigen, wie man Lava herstellt. Ja gut, ich habe jetzt gerade mal den Cobblestone-Generator hergestellt mit dem Lava und wir zeigen euch natürlich jetzt auch noch, wie man Lava herstellt. So, Sandy zeigt euch jetzt, wie man Lava mit einem Stone Barrel. Da brauchst du Stone, warte mal, haben wir noch 6 Stück? Ja, haben wir. Okay. 1, 2, 3. Und ist noch hinten? Ja, ich bin bei hinter dir, genau. Guck mal, ich leg das mal hier rein, wie man den Stone Barrel macht. Ach nee, warte mal, erst muss ich hier die Slabs machen. Kannst ja in den Tisch reingucken. Ja, ich sehe es schon. Wo braucht man den? Also Steine und Stone Slabs. Stone. Ja, und genau. Stone Slabs, genau. Und dann braucht man eine Fackel, das mach ich mal auf dem Boden. Stell es mal einfach hier neben. Hau mal raus. Genau. So. Oh, der will nicht drauf. Der muss oben drauf, ne? Ja, ich dachte, das macht er automatisch, wenn bei manchen Mod textiert ist. Aber ich muss erst einen Block setzen. Ja, hab ich genau. Einen Block da? Ja, hab ich. Ja. Und oben drauf. Genau, und dann einen Block weg. Genau, und in eine Fackel drunter. Gott segne, die Minecraft Physik. Rein. Hast du Cobblestone? Ja. Kannst du reinmachen, genau. Geht? Ja. Muss ich da shiften? Nee. Rechtsklick. Geht nicht. Dann ist es der falsche. Warte, dann brauchen wir doch den Crucible. Komisch. Ah, okay. Stone Crucible, mal den ne? Crucible her, genau. Und du hast ja dafür alle Materialien. Dafür brauchst du Porzellan. Oh. Stone Crucible. Nee, nicht Stone Crucible. Achso. Crucible. Oh je, was ist denn das da oben, ey? Oh, ein Demon Crucible. Nee, also, einfach Crucible heißt der, ne? Den Unfired Crucible brauchst du. Unfired, genau. Genau, Porzellan, Crucible. Genau. Und Porzellan bekommt man aus Clay und Bone Meal. Genau, das kriegt man ja durch den Monsterfarm, kriegt man ja noch Knochen, da sind ja immer massig Skelette drin. Wie viel Porzellan waren das jetzt nochmal? Warte, ich gucke nochmal. 7 brauchst du. 7. Mal gucken, wie viel ich herstellen kann. 7. Zack, haben wir 7 Porzellan. So, dann machen wir den Unfired Crucible. Zack. Genau, da haben wir das Ding. Wenn du den hast, packst du den in den Ofen. Achso, den muss man in den Ofen packen. Genau, hast du ja einen Ofen da, ne? Genau, der muss jetzt gebraten werden, damit er resistent ist. Ich stell schon mal wieder einen Block auf. Ja, genau. Genau.
Ja, Crucible. Achso, da, ja, genau, das hier ist der Crucible. Da, ach, das steht ja da. Ja, cool. Genau, den könnte man auch direkt. Ah, auf. Im Redstone Furnace geht's noch und im Alloys Melder. Ah, okay, ja, gut. Alles klar. Gut. Das sind halt nur noch die anderen Möglichkeiten, die man hat, wie man den auch brennen kann. Whoop. Genau, no, jetzt kannst du Cobblestone reinmachen. Hast du Cobblestone? Ja. Ja, jetzt ich geht's. Mehr, muss mehrere noch. Wie ihr sehen könnt, füllt er sich jetzt. Das dauert bei der Fackel jetzt eine Weile, deswegen überspringen wir das. Da kommt dann, den könnt ihr dann mit dem Wasser, also mit dem Eimer rausholen, die Lava. Genau. No. Ja, kleine Erinnerung hier nochmal. Einmal stellt ihr euch her mit 3 Eisenplatten. Also nicht mit 3 Eisen-Ingots, wie es normalerweise geht. Eisen-Ingots müsst ihr hier drauflegen und mit einem Hammer klein schlagen. Und dann kriegt ihr Eisenplatten raus. Oder genau. Könnt ihr es auch später im Kompressor machen oder so. Kannst du den Crucible, warte mal, ich brauche ihn mal wieder ab. Die brauchen wir ja jetzt. Achso, genau. Genau, dann gehen wir wieder nach hinten, so da, wo wir unseren Koppelgenerator jetzt aufstellen. Yay. Den Koppelgenerator, der ist noch nicht fertig. Wir sollen den ja noch Tier 2 machen, oder? Genau. Warte mal, dann nehme ich mal die Eimer raus. Das so, jetzt mach so, jetzt muss ich wieder eingeben. Koppel. Brauchst du nicht. Außenrum komplett Eisen und in also. Der Mitte der Generator. Ah ja, okay, gut. Kann ich auswendig. Das, dann genau. Machen wir ein Upgrade quasi, was mehr Blöcke halten kann. Und alle 20 Ticks kommt ein Cobblestone-Block raus. Ja, und das, was kann der Einser? Ja, alle 40 Ticks. Also doppelt genau. So schnell quasi. Achso, man müsste ja noch herstellen, nicht schon wieder. Genau. So. Und jetzt müsst ihr einen Glowstone-Block, nee, nicht Glowstone, Blaze-Powder-Block herstellen. Der macht schneller Lava. Ich glaube, 60-fach schneller. Den kriegt er, also schon wieder Glowstone. Blaze-Powder bekommt er ja, wenn er das liebt, in entweder Iron-Mesh oder Flint-Mesh, nee, Flint weiß ich gar nicht. Oder Diamant-Mesh haben wir uns ja mittlerweile gemacht. Und dann bekommt er den Blaze-Powder-Block. Genau. Cool. Den mache ich jetzt mal gerade. Ihr seht also, ihr kriegt dann diese einzelnen Blaze, ne, und könnt dann den Block daraus machen. So, den haben wir. Wunderbar. Genau, ich mache schon mal ein Loch im Boden, wo du den hinplatzierst. Nicht runterfallen. Genau. Zack. Genau. Und jetzt den Cobblestone-Generator drauf. Ne? Nein, den Crucible. Ah, den Crucible. Wo habe ich? Den hast du, oder? Oh ja. Warte hier. Warum hab ich denn den? Den hast du doch eben. Weil du ihn abgebaut hast. Ach ja, stimmt. So, jetzt hier drauf. So, jetzt verbinden, machen wir daneben, stellen wir jetzt, machen wir erstmal einen Block hier frei und stellen mal hier hin, wo ich gerade stehe, den Koppelgenerator. Genau, und oben drauf ist Storage. Ah, das ist a Small Storage Crate. Genau. Wer das herstellt, wisst ihr ja schon, haben wir ja schon gezeigt. Und wenn er reinguckt, seht er, dass dann alle Sekunde ein Cobblestone hergestellt wird. Ah ja, genau. Jetzt wird hier aus diesem Cobblestone-Generator quasi schon das ganze Hexenwerk erklärt. Der macht jetzt hier schon automatisch. Und den braucht er auch nicht zu befüllen oder mit irgendeinem Treibstoff. Der arbeitet, bis er tot umfällt. Ein wunderbarer Sklave. Wünscht mein Conan auch. So. Sowas. Da brauche ich nämlich keine Steine mehr zu farmen. Jetzt braucht man ein Item-Note, das habe ich ganz vergessen. Ein Item-Note? Ja, um das zu verbinden mit dem Crucible. Kannst du ja schon mal eingeben, den für Items braucht man. Ne, Transfer-Note heißt der, Entschuldigung. Ah, so, extra okay. Utilities 2. Transfer-Mode, ne. Note mit N. Note schon mal die Materialien D. dafür. Extra Utilities. Obwohl, wir haben, glaube ich, noch welche da. Warte mal. Für mal. Fluids, ne? Ist das, oder? Nee, für Items. Weil wir noch mehr Steine rausholen. Ja. Ach ja, stimmt. Ich hole mal die Materialien gerade, die wir jetzt brauchen. Du brauchst aber zeigen, wie man das herstellt. Also das Rezept. Wir haben ja schon welche. Ja. Also, ihr seht, hier brauchen wir die Transfer Pipe. Die können wir hier so herstellen mit Glas. Ja, genau, die habe ich und schon. Und Slabs. Genau. Und Redstone. Und dann, mit Natur und Chiselstone. Chiselstone geht auch normaler Stone hier, oder? Ja, geht auch normaler Stone. Gut. Ist immer, da werden noch verschiedene. Sonst müsste ich euch noch erklären, wie der Chiselstone macht, weil das können wir später noch erklären. Nee, musst dann. Du nicht, du kannst ja einen normalen Stone nehmen. Das ja, sag Stone ich ja. Ich habe ja gesagt, sonst später. Müssten wir erklären. Ja, das machen wir irgendwann mal. So,
Ich habe das Ding schon im Inventar. Hast du mal zugeworfen? Jetzt machst du das, verbindest du das Node mit der Kiste oben, auch mit Shift, Rechtsklick. Genau, und daran machst du den Transferpipe. Auch mit Shift, Rechtsklick. Upsa. Ja, danke. In die Hand nehmen. So. Und noch eins, damit es verbunden wird. Geh nicht in die Richtung. Oh Mann. Dumme Sau. Ja, du bist echt dumm wie Brot, ey. Wir sind halt jetzt mit Lava produziert. Ja. Und durch den Blaze Powder Block wird das auch richtig schnell gemacht. Genau, das ist besser als eine Fackel. Genau, eine Fackel dauert ewig. Aber das würde, rein theoretisch würde es jetzt, wenn man noch keinen Blaze Powder hat, würde es auch mit der Fackel, das ganze Konstrukt auch mit der Fackel laufen, ne? Genau, beziehungsweise als, warte mal, falls ihr noch keinen Redstone und so habt, aber wie gesagt, kann man ganz einfach farmen. Das geht mit wenn du das siebst, kriegst du Redstone und Blaze Powder raus. Ich will immer Gunpowder oder Powder sagen. Powder Welch. Wie gesagt, das war denn für diese Folge, würde ich sagen, oder? Ja, wo ist denn Lava? Wo krieg ich denn jetzt Lava raus? Hier wird doch Lava produziert, hast du ja, gesagt. Ja, dauert ne? jetzt eine Weile, der muss voll sein. Achso, der geht immer wieder, der geht immer auf und ab und bis dann Lava im Eimer steht oder was in dem Kessel. Nee, bis der Lava, ach, nee, Lava da, jetzt, ah, ja, siehst ah, ja, du? Ja, genau. Und der füllt immer nach, bis er voll ist. Nachher machen wir daraus ja Energie, wie hier drüben. Kannst ja mal zeigen, was wir hier schon gebaut haben. Ja, kommt genau, das wäre später. Dann die Advanced Technik, wie immer das Cobblestone-Generator genau, dann noch weiter. Genau, von Journal Extension und von Thermal Dynamics. Genau. Aber ich glaube, es dauert zu lange, das nächste zu erklären, oder? Ja, ich glaube es auch. Ah, nicht sehen nirgends, wie viel Zeit wir gebraucht haben, toll. Ja, ich wollte eigentlich mir auch so ein Zeit, ich habe ja unten einen FPS-Zähler, das seht ihr in der Aufnahme nicht, weil Shadowblade das nicht aufnimmt, das zeigt es nur mir an. Und da stehen so mehrere Statuseffekte, kann man mit Shadowblade einstellen. Schade, dass man keine Timeframe einstellen kann, dass man eine Zeit sieht. Oder wisst ihr, wie das geht, aber ich habe eben nichts gefunden in den Options, weil ich kann mir meinen HUD hier quasi damit ein bisschen manipulieren, in Anführungszeichen. Manipulieren. Kann ja, und kann mir gewisse Sachen anzeigen lassen, aber leider keine Zeit. Das wäre nämlich schon nicht schlecht. Ja, praktisch, wenn ich kann das auch immer, ich habe bei Shadowplay auch immer benutzt, immer, weil ich damit am besten klarkam und ich finde die Aufnahme so richtig prickelnd und das scharf mich an den Brüllt, ja. Aber wenn ich jetzt Alt-Z drücke, warte mal, dann sehe ich vielleicht Details zu der Aufnahme. Aufnahme läuft. Nee, aber nicht wie lange. Das ist scheiße. Also es wäre schon das gut, schade. Wenn man das... Am besten, ja. Wir machen uns einen Timer stellen oder so. Ja, oder weil das sehe ich nämlich bei OBS. Wenn ich raustappe, sehe ich, wie lange die Aufnahme schon läuft. Das ist schon cool, aber naja, ja. Ist halt nur eine... Da hinten kann man sich ein bisschen baden. Ja, ihr seht, hier haben wir... Ja, haben wir hier auch mal ein bisschen gebaut. Zeigen wir jetzt einfach mal. Da kommt ganz später, also noch einiges später, werde ich euch erklären, wie man das Ganze bastelt. Weil das ist hier eine unendliche Wasserquelle, die produziert immer wieder Wasser. Das läuft dann in die Rohre. Man kann die auch noch in höhere Tiers abmachen und läuft dann über diese Rohre hier oben raus an einen Sprinkler. Den könnte ich jetzt auch ausschalten wegen diesem Wooden Channel Wolf. Und dann würde der irgendwann aufhören. Nicht direkt, weil das Wasser immer noch drin steht. Das muss man eben sagen. Hier seht ihr ja schon, das Wasserlevel ist gefüllt. Und wenn ich den jetzt ausschalten würde, würde der immer noch weiterlaufen. Das Problem ist, ihr vielleicht, wenn er das baut, seht ihr diese Partikel nicht, weil in dem Modpack ist serienmäßig ausgestellt, dass er die Partikel sieht. Und ich dachte die ganze Zeit, ich hab da rumprobiert, wenn die sagt, laufen, da guck doch ein Video. Ich gucke ja nicht gerne Videos, ich bastel ja lieber selber ein bisschen rum und probiere. Und im Endeffekt hat er doch ein Video geguckt. Ja, und hab dann gemerkt, dass ich es ja richtig hatte. Und dann musste ich gucken, wo der Fehler liegt. Und dann habe ich dann irgendwo Infos gefunden, dass das ganze Teil hier nicht läuft, weil die, also es läuft, aber man sieht es eben nicht laufen. Und was macht das Teil? Es verbessert eure Chance, dass das Wachstum beschleunigt wird und bewässert eben auch die Umgebung. Das hier ist nochmal ein anderer Sprinkler aus einer anderen Mod. Der hat noch einen anderen Vorteil. Den kann man in Knochenmehl reingeben und dann bestäubt er die Pflanzen gleichzeitig auch noch. Das ist cool. Also gefällt mir sehr gut. Wassereffekte. Ja, genau. Ja. Das genauere, wie genau das geht und wie man die Dinger baut, das zeigen wir euch auch noch. Aber das gefällt mir. Ich arbeite gerne mit Wasser zusammen. Irgendwie Minecraft ist es richtig cool, Wasser. Wasser, wenn Wasser und. Wenn du nicht möchtest, dann arbeitest du wenigstens mit Wasser zusammen, ne? Dann haben wir die Rüstung blatt geschlagen. Der macht die Rüstung kaputt.
Ja, da habe ich auch ein bisschen Wasser gemacht hier. Genau, das kommt in der nächsten Folge, der Autosifter. Genau. Zeigen wir euch, wie das geht. Und dann zeigen wir euch, was das macht und wie das geht und wie man das baut und wie man es optimiert im Sandy-Fall, wenn man alles bei YouTube-Videos guckt. Ja, anders findest du dann raus. Da musst du ja belesen. Ich habe nicht nur YouTube gelesen, ich habe auch bei Wiki geguckt und so. Ich bin Tüftler. Da musst du dich ja belesen. Ich bastle lieber. Ja, aber das hättest du nie rausgekriegt, wie das hier geht. Ohne Videos. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das stimmt. Aber ich habe alleine rausgefunden, wie man eine Rüstung uns herstellt. Ist ja auch nicht schwer. Das habe ich sogar damals im Modpack auch gemacht. Da habe ich ein Beispiel. Beenden wir mal die Folge, würde ich sagen. Und in der nächsten Folge zeigen wir den Autoset. Und wenn wir es schaffen, noch den Mechanical User, die der gebaut hat, also das automatische, komplett automatische bauen, weil den Autoset dann war nicht automatisiert, könnte man zwar auch machen, aber das machen wir vielleicht auch irgendwann mal. Nur um das zu zeigen. Ja. Oder? Ja, kann man machen. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, denn mit dem Autosifter und Spooky. Yeah. Und der Sandy. Genau, ciao. Ciao. I need